Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Volksbank Weinheim. Ihre Bank aus Weinheim für Weinheim. Ihr Landratten. Wir sind gestrandet hier in Heidelberg. Schon zum 10. Mal findet der Rolli Kids Action Day statt, organisiert von Rehability. Ein Tag voller Spaß für Kinder mit und ohne Rollstuhl. Wir gehen jetzt auf Schatzsuche. Kommt mit! Ho, ho, ho! 10 Jahre Rolli Kids Action Day haben wir gerade erfahren. Wie fühlt sich das an, schon 10 Jahre diesen Erfolg zu haben? Ja, total klasse. Also die Firma an sich gibt es ja erst 25 Jahre, auch jetzt oder 26. Und dass wir schon so lange den Kids-Tag machen, das habe ich gerade eben selber erfahren. Ich denke so, wow, schon 10 Jahre. Und es dürften uns die Themen noch nicht so lange so schnell ausgehen. Was gibt's denn heute hier bei dem Piratentag zu entdecken alles? Ja, also es ist natürlich alles rund um Piraten. Bei Piraten muss man natürlich Schätze suchen. Deshalb haben wir da hinten einen riesen Schatzinsel aufgebaut, wo man selber seinen Schatz ausgraben muss. Wir haben da vorne Piratenboote, wo die Kinder selber paddeln können, selber mit Boot fahren können. Wir haben einen Haifischparcours, wo die Kinder mit dem Rolli durch ein Haifischbecken, ein virtuelles, fahren müssen. Man muss mit Kugelfischen einen Piraten abschießen, lauter solche Spiele. Und wir gucken natürlich immer, dass wir Spiele finden, die alle Kinder machen können. Also, wir haben 2 Söhne. Der Große ist jetzt 10, der Kleine ist 6, wird nächste Woche 7, sitzt im Rollstuhl, hat eine angeborene Querschnittslähmung. Und wir sind eigentlich schon seit Jahren bestens versorgt über die Firma Rehability und sind jetzt das zweite Mal auch hier auf dem Tag der offenen Tür. Was hast du denn heute hier schon alles ausprobiert? Ich hab schon. Hast du schon Bälle werfen? Ja. Und hast du auch schon das Wasserboot benutzt? Ja, bin ich rumgefahren und hab das Rad verloren. Du hast das Rad verloren, aber du bist zum Glück wieder an Land gekommen, ne? Ja. Was ist so ihr das Highlight für Sie hier heute am Tag? Ich finde eigentlich alles ganz toll gemacht, muss man sagen. Ich finde es auch immer wieder schön, dass hier so ein riesen Betrieb ist und bin immer wieder überrascht, wie viele Kinder doch eigentlich im Rollstuhl unterwegs sind. Was man so im Alltag eigentlich weniger sieht, da kommt man sich doch, ich will nicht sagen exotisch vor, aber ja, es ist dann schon eher selten, dass man mal Kinder im Rollstuhl trifft. Und hier sieht man mal, dass es doch unheimlich viele Kinder gibt, die halt irgendwelche körperliche Einschränkungen haben. Was ist spannender, mit Kindern zu arbeiten? Weil einfach jedes Kind ganz unterschiedlich ist. Jeder bringt anderes Startkapital mit. Und auch die Zusammenarbeit mit den Eltern und auch den Therapeuten. Also ich habe Physiotherapie gelernt. Man kann bei uns im Kinderteam aber auch mit Ergotherapie anfangen als Außendienstler. Und wie ist es hier? Ihr habt hier wahnsinnig viel aufgebaut, viele Stationen. Was ist denn deine Lieblingsstation? Meine Lieblingsstation ist, glaube ich, eigentlich der Power-Paddler da hinten, wo dann auch die Rolli-Kinder einfach genauso sind wie die normalen Kinder. Man kann die rein optisch gar nicht unterscheiden. Das finde ich ein bisschen. Ja, ich habe vorhin gerade auch gedacht, also so ein Tag im Jahr ist ja eigentlich so schade, weil die Kinder, die sind so glücklich, wenn man die hier sieht, die strahlen, die, also das ist Wahnsinn, das ist Freude pur. Es ist so schade, warum ist es nur einmal im Jahr? Ja? Kann man das denn nicht öfter machen? Ja, das würde unsere Möglichkeiten übersteigen.
aber Lust hätten wir natürlich. Aber ich denke, es ist auch so ein bisschen der Mut. Also wir wollen auch, dass die Kinder ja rausgehen und dass die Familien ein ganz normales Leben führen und dass wir versuchen auch so ein bisschen zu zeigen, probiert's einfach, macht einfach. Nächstes Jahr wird es eine Rolli Kids Action Tour geben, eine ganze Woche in die Berge. Und da gehen viele Kinder im Rollstuhl vielleicht das erste Mal ohne ihre Eltern auch mal eine ganze Woche in den Urlaub und sind auf einem See, in einer Höhle, auf dem Berg. Und da geht es einfach darum, habt Mut, sowohl Eltern als auch Kinder, habt Mut und versucht einfach ein Leben zu führen, auf das ihr Lust habt und das Spaß macht. Puh, das war knapp. Glückwunsch, ihr Landratten. Das habt ihr heute super organisiert, den Rolli Kids Action Day. Ich setze jetzt die Segel und komme nächstes Jahr wieder. Bin gespannt, was ihr dann für ein Thema auf Lager habt. Ho, ho, ho! Das war eure Simone. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert in der Volksbank Weinheim. Ihre Bank aus Weinheim für Weinheim.